Der neue James Bond ist endlich in den Kinos. Und die spektakulärsten Szenen sind wie immer die Verfolgungsjagden. Die leben natürlich von den Orten, an denen sie gedreht sind. Sie erinnern sich vielleicht an die Verfolgungsjagd mit Motorrädern auf dem Dach vom großen Bazar von Istanbul in Skyfall oder an die Verfolgungsjagd durch das nächtliche Rom in Spectre. Für den neuen James Bond haben sich die Macher wieder einen besonderen Ort in Italien ausgesucht. Ein Ort, von dem es noch in den 50er Jahren hieß, er sei die Schande Italiens und der nun UNESCO-Weltkulturerbe ist, Matera. Spektakuläre Stunts, Schüsse und eine rasante Fahrt durch die engen Gassen. So erscheint Matera im neuen James Bond. Dabei ist Matera, wenn nicht gerade gedreht wird, eigentlich ein Ort zum Träumen. Im tiefsten Süden Italiens gelegen, scheinen hier die Häuser und Kirchen wie übereinander gestapelt. Und im Gassengewirr glaubt man, die Zeit sei stehen geblieben. Was für uns heute pittoresk wirkt, hat einen ernsten Hintergrund. Bittere Armut. In den berühmten Sassi von Matera liegen hinter den Eingangsfassaden oft keine Häuser, sondern hinter den Fassaden befinden sich Höhlenwohnungen, die man in den Tuffstein hineingebaut hat. In solchen Höhlenwohnungen lebten die Menschen in Matera schon in der Steinzeit. Vor 9000 Jahren gab es in Matera bereits urbane Siedlungen, was Matera neben Aleppo in Syrien zur ältesten Stadt der Welt macht. Im neuen James Bond wird die Kulisse Materas auch für ein paar romantische Szenen im Abendlicht genutzt. Und vielleicht ist Matera da tatsächlich am schönsten, wenn die Abendsonne in warmen Farben den Tuffstein aufleuchten lässt und dann die ersten Straßenlaternen orange aufleuchten. Bei Nacht kommt man sich in Matera dann vor, als wäre man ein kleiner Hirte, der durch eine riesige Krippenlandschaft liefe. Auf jeden Fall ist Matera ein ganz besonderer Ort. Ob nun mit James Bond oder ohne. Und eines brauchen Sie in Matera auf keinen Fall, einen Stadtplan. Denn der hilft Ihnen in dem Gassenlabyrinth ohnehin nicht weiter. Wenn Sie Matera kennenlernen wollen, dann finden Sie einige Informationen dazu in der Videobeschreibung. Und dort verlinke ich Ihnen auch den Trailer zum neuen James Bond. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.